Spiele, soweit das Auge reicht. Im Forum Bendix wurde gespielt und ausprobiert, was das Zeug hielt. Spieleberater Gregor Stiefe kennt sich aus. Viele Anleitungen kennt er auswendig. Es ist schon unsere dritte Station in diesem Jahr. Diese Veranstaltung wird einmal im Süd- und einmal im Nordkreis gemacht und traditionell immer in der Stadt Dülmen, weil da das Jugendamt diese Veranstaltung auch mitorganisiert. Wir haben erneut wieder 700 Spiele dabei, ganz viele Neuheiten und natürlich auch die Spiele des Jahres in den drei Kategorien. Die Spielemesse findet im Kreis Coesfeld schon seit einigen Jahren statt. In jedem Jahr bisher mit wachsendem Zuspruch. Der Platz an den 30 bis 40 Spieltischen wird rasch knapp. Erfahrungsgemäß wechseln sich mehr als 400 Besucher an den Tischen ab. Circa 85% aller Spiele werden zu Weihnachten verschenkt. Und damit man auch den Kindern oder den Freunden das richtige Geschenk schenkt, kann man hier die Spiele vorab ausprobieren, bevor man sie dann kauft. Ich glaube, dass Spielen auch ungebrochen ist einfach. Also es wird nach wie vor in Deutschland sehr gerne Brettspiele und Kartenspiele gespielt. Am meisten nachgefragt die Spiele des Jahres 2016, darunter das Erwachsenenspiel Codename. Es ist ein kooperatives Mannschaftsspiel, bei dem Überbegriffe Codenames gefunden werden müssen, die Hinweise geben auf Begriffe, die ausliegen. Und dann muss man als Mannschaft versuchen, die Mehrheit der Begriffe als erstes gefunden zu haben. Ohne Kaufzwang ein Spiel ausprobieren zu können, das hat sich bei vielen Besuchern herumgesprochen. Denn oft verspricht der Kartonaufdruck mehr, als der Inhalt hergibt. Ich finde das eine gute Sache, sich mal vorher zu informieren, dann halt, da kommt ja die Weihnachtszeit, ne? Geburtstage sind jetzt auch, stehen alle an und da kann man dann immer mal schauen. Hier kann man die Spiele gut kennenlernen, für Weihnachten verschenken und das ist eine gute Sache. Ob das Spiel des Jahres 2016 für einen Kauf in Frage kommt, bleibt abzuwarten. Die Spielemesse hat auch in diesem Jahr wieder Kaufinteressen geweckt und dafür gesorgt, dass der Gang ins Spielwarengeschäft nicht im Nirvana der Angebote endet.